Hallo, meine lieben Bikerfreunde und alle, die es mal werden wollen. Heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Und zwar gehört zum Fahren ja nicht nur Fahren, sondern auch Schrauben. Das sind meine neuen Felgen, die habe ich strahlen lassen, die habe ich Pulver lackieren lassen, habe mich für ein leuchtendes Orange entschieden, wie man sehen kann. Und jetzt müssen wir natürlich alles, was ich vorher ausgebaut habe für diese ganze Aktion, wie die Radlager, die Distanzhülsen, die wir hier liegen haben, wo übrigens noch das vorherige Grün dran ist, ja, die müssen wir jetzt wieder einbauen. Ich habe da mal was vorbereitet und zwar habe ich hier einen handelsüblichen Föhn. Hier habe ich die Lager. Die liegen hier schön zwischen so zwei Kältekompressen. Die waren jetzt für 2 Tage in der Tiefkühltruhe. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob die da jetzt so reinflutschen. Schauen wir mal, ob das reicht. Das waren jetzt so circa 5 Minuten. Das ist auf jeden Fall alles recht schön warm. Schnappen wir uns mal so ein Lager. Aber wie man sieht, scheint das nicht auszureichen. Wichtig ist natürlich, dass man nur auf den Außenring schlägt. Das ist unten. Das ist auch unten. Und auch das ist unten. Damit dieses Lager nicht wieder rauskommt, haben wir hier einen wunderschönen neuen Sicherungsring. Und wenn das Lager in der richtigen Position sitzt, dann kann man den da auch ganz normal einsetzen. Und damit haben wir die erste Seite fertig. Das Ganze machen wir jetzt auf der zweiten Seite nochmal. Diese Hülse muss da natürlich dann auch rein. Und wenn wir diese Hülse drin haben, können wir das Lager auch nicht zu tief einschlagen. Damit fangen wir erstmal wieder an, das Ganze zu erwärmen. So, und jetzt sind wir schon da, wo wir hinwollen. Das Lager ist drin. Die Zwischenhülse bewegt sich nicht mehr wirklich. Das heißt, unsere Radlager befinden sich in der richtigen Position. Gut, ich habe einmal daneben gehauen, aber das kommt vor. Weil man mit einer Felge nicht fahren kann, haben wir hier natürlich noch eine zweite. Hier gilt das Gleiche. Ohne Wärme geht nichts. Auch hier gibt es einen neuen Sicherungsring und bei absolut korrekter Installation schnuppt er genauso rein wie auf der anderen Seite. Auch dieses Lager wäre so montiert. Das ist gut warm. Tragen wir uns ans letzte Lager. Machen wir wieder vorsichtig mit Schlägen auf den Außenring.
Ja, und schon sitzt das, wie es sitzen soll, ne? Hervorragend. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht das bloß nicht nach. Und wie immer gilt, wer schraubt, schraubt auf eigene Faust.